Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach. Ja, wir machen weiter, ihr Lieben. Wir haben das letzte Mal hier am Dach aufgehört und ihr habt mir letztes Mal eine wunderprächtige Idee gebracht. Und an der bauen wir jetzt weiter. Und zwar habe ich hier schon die Schienensysteme eingeführt für diese tolle Krankonstruktion, auf die wir gemeinsam hier letztes Mal noch gekommen sind. Das war richtig, richtig gut. Und da möchte ich jetzt mit euch weitermachen. So und so, genau. Und jetzt kommt hier hinein diese Holzkonstruktion. So. Genau so und nicht Andreas. Und zack, genau. Und hier wieder rein. Das heißt, es funktioniert einwandfrei, so wie ich das geplant habe. Perfekt. Genau, dann machen wir das hier auch so. Ja, na, unten natürlich händisch Handarbeit ein bisschen, aber eben das Hochschleppen und sowas von diesem ganzen Holz und etc., das muss nicht sein. Das muss jetzt nicht unbedingt, auch noch die Arbeit da machen. Ja. Da habe ich mir gedacht, da unterstützt du die Leute und gibst ihnen ein bisschen hier maschinelle Hilfe. Ja, na, weil Rücken ist ja immer gleich kaputt, muss ja nicht sein, na, so, pass auf, 3, 4, jetzt kommt hier hin Leitern, 3 Stück, genau, und jetzt hier dazwischen kommen hier noch die Balkensysteme, 4, und dasselbe hier unten. So. Genau, hier sieht man auch noch schön hier die Räder, ne, wie sie in den Schienen laufen. Oder findet ihr es schöner? Warte mal. Oder findet man es schöner? Naja gut, das wäre aber nicht schlecht, weil dann wäre das hier ein bisschen abgedeckt. Machen wir es mal so, oder? Doch, das sieht schöner aus irgendwo. Hm? Ja, das sieht hübscher aus. So, dann machen wir es so. Zacki, 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 zacki. So, wieder was erledigt. Sehr schön. Dann haben wir diese beiden hier fertig. Und jetzt fehlt noch der Mittelbalken. Und der Mittelbalken wird aber nicht so klein wie die äußeren Balken, sondern... Ja, da kommt ja schon wieder was. Da hat sich ja der Herr Gärtner schon wieder was überlegt. Und zwar zeige ich euch, wie ich das jetzt vorhabe. Ja, diese Ideen kommen hier wirklich alle aus meinem Kopf. Ich möchte immer meine eigenen Ideen ausleben und mich dann vielleicht eines Besseren belehren lassen. Das heißt, zuerst schaue ich mal, was meine Idee macht oder wie die funktioniert und klappt. Und wenn ich wirklich auf keine mir für mich wirklich persönlich passende Idee komme, dann lasse ich mich gerne noch ein auf irgendwelche Experimente oder so. Na? Aber bis zu diesem Punkt tue ich mich dann halt immer... Ja, selber möglichst gehend selber vorbereiten und selber halt Sachen machen. Ja, gut, Essen werden wir noch schnell, weil wir haben schon wieder so viel Hunger. Ja klar, arbeiten, ne? Viel arbeiten, dann hat man auch Hunger. So, und zwar, jetzt zeige ich euch, was ich hier oben vorhabe. Ja, das wird jetzt auch wieder so eine eigenwillige Konstruktion, aber ich denke, ich kann es vor euch und für euch verteidigen. Damit ihr wisst und versteht, was ich hier machen möchte. Genau, es kommt jetzt hier noch so ein Teil ran. Ja.
So, und zwar so und so. Und so, warte mal, hä? Wieso ist denn das jetzt 3? Ah ja, richtig, Blödsinn. Alles gut. So, und das kommt noch hier ran und das hier ran. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ah, da habe ich noch genügend von denen. Okay, dann ist ja alles gut. So, dann machen wir jetzt mal den Balken hier mal so rüber. Genau, und jetzt kommt hier die Idee, die ich eben habe. Und zwar, ich bin mir jetzt fast nicht sicher, ob ich überhaupt hoch genug bin, aber ich denke schon. Ich glaube, ich muss sogar noch das ein bisschen erhöhen. Bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt habe ich mich gerade selber. Bin ich hoch genug, ja oder nein? Nee, ich muss noch einen Ticken höher. Ich muss noch einen Ticken höher. Das hilft alles nichts. Das heißt, das nochmal weg. Also die beiden Außendinger bleiben natürlich. Ja klar, schlägt den Ast weg, auf dem er sitzt. Dummer Karl, böse. Ja, wir müssen da noch ein bisschen höher, sonst funktioniert das einfach nicht. Was ich jetzt da jetzt gleich vorhabe mit euch. Und zwar... wir sammeln mal schnell das ganze Material an und dann erkläre ich euch, was ich da eigentlich jetzt möchte. Und zwar, ich möchte oben eine Art Schienenaufhängung machen. Komme ich da wieder raus? Ja. So, habe ich alles eingesammelt? Ich denke. Ja, ich möchte so eine Art Schienenaufhängung oben basteln. Und dazu muss ich aber noch ein bisschen höher gehen mit dem Ganzen. So, genau. Ja, komm, da gehen wir noch einen Ticken höher. Und zwar gehen wir dann noch höher. 3. Machen wir mal 4. Ja, machen wir mal 4. Ist jetzt nicht so schlimm. Machen wir mal 4. Ist jetzt nicht so schlimm. Und so und so. Dann ist das gleich wie drüben. Genau. So. Ja, das sollte so passen. Dann machen wir uns hier noch ein paar Leitern hin, dass wir mal rauf und runter können. Und hier einen Hilfsblock, damit wir auch ordentlich rauf und runter können. Ja, wesentlich besser. Mhm. Gut, okay. Das unten ist natürlich zur Stützung der Konstruktion, keine Frage, weil sonst bricht uns der ganze Haufen mehr über den Kopf an und das wollen wir überhaupt nicht. Und genau, jetzt haben wir hier immer 1 Abstand gelassen, dann wäre da sicherheitshalber hier. So. Mhm. Ja, genau, weil dann ist das Ganze auch schön stabil. Hier. Mhm. So, genau. Und jetzt kommt das 4, haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Genau. Und wir marschieren mit dem rüber. Weil dann ist der Kran so gut wie fertig.
So, perfekt, genau. Also das Gerüst ist dann so gut wie fertig für den Kran. Ja. Genau, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja, genau, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und zwar müssen wir jetzt hier und da. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, wie ich das ein bisschen verschönern kann. Eigentlich nicht wirklich, ne? Naja, doch, ein bisschen kann ich. Dass das ein bisschen hübscher ausschaut. So und so. Dass das ein bisschen hübscher ausschaut. Ja, das geht. Das ist okay. Dann kann das Zeug nämlich wirklich das Gewicht tragen. Gut, dann machen wir das auch gleich. Hier und hier. So und so. So, habe ich noch Fichte einstecken? Wenn nicht, unten habe ich Fichte definitiv noch. Und boing. So, jetzt essen wir mal schnell eine Kleinigkeit. So, uah. Mal ordentlich hier wieder essen. Kraft, wir brauchen Kraft. So, da haben wir noch Fichte, da haben wir noch Bretter, sehr gut. Da haben wir noch Fichte. Habe ich noch Fichtenbretter irgendwo? Fichte, Schwarzeichenholz, ne, okay. Gut, dann machen wir jetzt noch Fichti, Fichti, Fichti. Zacki, zacki, zacki. So. Uap, uap, uap. So. Und hier hoch und hier hoch. Ja, sieht soweit mal ganz vernünftig aus, die ganze Geschichte. So, ich denke, so bin ich ein bisschen schneller. Ja, perfekt. Gut, 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 gut. So, das ist auch erledigt. Das war jetzt nicht so geplant, aber ja. So, und jetzt fehlt noch die Stützstreben auf der Seite. Genau, die Stützstreben auf der Seite fehlen jetzt noch. Und zwar. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. So. 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 So und so. Ist das richtig? Ja, perfekt. Läuft. Genau. Und ja, und genau dasselbe Spiel natürlich drüben auch. Das machen wir hier auch nochmal. Eins, zwei, drei müsste passen. Ne, stimmt nicht, oder? Doch, gerade. Doch, 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 stimmt, 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 stimmt. Passt. So. So, so und. Doch kein Holz, doch kein Holz. Das hält doch nicht so gut hier. Bei dem ganzen Gewicht. So. Genau. Passt. Richtig, und jetzt sind hier die Stützstreben auch dran. Zack, das Holz holen wir uns natürlich. Oh, der Mann mit dem lustigen, der lustige Mann mit dem Klavier ist wieder dran. Das ist doch total gut. Das ist doch total gut. So, genau, dann können wir hier noch die Verstrebung reinmachen. Yep.
Okay, ja, passt. Sieht gut aus. So. Ja, genau. Und so soll das sein. Richtig, passt. Und jetzt hat das richtig Kraft, das Ding, und kann auch dieses ganze Gewicht hier heben. Und so, jetzt aber. So. Das werden wir mal hier nochmal so machen. So, jetzt können wir hier schön hoch. Ja, genau. Dann machen wir das hier drüben auch gleich, würde ich sagen, ihr Lieben. Und dann brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Dann ist wirklich hier durch die ganze Geschichte. Eins, zwei, drei, zack. Eins, zack, zwei, zack. Drei, zack. Genau. Vier, zack gibt's nicht. So. Vier, zack nimmt man Mistgabel. So. So ungefähr. So, ihr Lieben, jetzt bauen wir das jetzt noch schnell fertig. Zwei, drei, zack. Und dann gehen wir über in die richtige. Also, in die, was heißt denn die richtige? Aber dann gehen wir über in das, was wir eigentlich ja brauchen, damit das ganze Konstrukt hier läuft. Und zwar die Gondel, die das Gewicht auch dann halten kann. Ja? Und da kommen wir jetzt dann dazu. So, da können wir hier runter. Ja, und jetzt kommt eben diese ganze Gewichtsgeschichte. Ja. Genau, weil hier, oh, guck mal, was da ist. Weil hier kann das jetzt hin und her fahren, das Teil. Ja. Und kann eben hier, oh, haha. Da hat er doch den Ausgang übersehen. Ja, dann kann nämlich hier in der Mitte dann die Gondel hängen und kann hier Sachen hochheben, hier hinlegen oder rüberfahren, die Sachen hochheben, die was hier der Kran dann hier hinlegt, hier auf die Abstellfläche oder und. Genau, und so werden wir das auch machen. Ja, so werden wir das machen. Sieht schon mal ganz gut aus. Einfach, also was der Wolfsbacher Bürgermeister wieder mal springen lässt, ne? Was ich da an Kohle wieder springen lasse hier, ne? Damit die Leute ein gutes Arbeitsklima haben, wenig schleppen müssen, ne? Also Eigenlob stinkt aber, naja. So ist es eben. So ist es eben. Der Herr Castor scheut keine Mühen, wirklich keine Mühen bei seinen Leuten, dass denen hier wirklich, dass die alles haben. So, und da ich gerade gesehen habe, dass das dann von unten komisch aussieht, machen wir dann hier noch. Ja, besser. Ja, das sind jetzt Details, ne? Aber ich mag Details. Und weil ich Details mag. Ganz genau, weil dann ist das nämlich auch drinnen. Dann sieht das so aus, als wenn das so richtig gut eingebaut wäre. Yep. Genau, perfekt. Aber das da machen wir natürlich noch nicht. Das lassen wir aber hier daneben. So, damit ich nicht vergesse. Weil das bedeutet dann da, ah, da gehört noch was hin. Okay, dann bauen wir jetzt noch, dann fangen wir jetzt noch an, die Gondel zu bauen und den Kran eben, den Kran an sich. Und das wird dann das Letzte sein, die letzte Schandtat für diese Folge. Die letzte Schandtat für diese Folge wird das. Und zwar, wir bauen, nehmen wir Sandstein, damit wir ein bisschen was Helleres haben oder geschnittenen sogar. Ja, vielleicht sogar Birkenstamm. Schauen wir mal, was uns da jetzt einfällt. Und wir werden jetzt noch ein bisschen an diesem Ding feilen und dann war's das. Ja. Und dann haben wir einen Kran erschaffen für die Mitarbeiter von Logans Tischlerei. Ja. Das ist natürlich jetzt hier Außenstelle Wolfsbach, ne? Weil natürlich Logan ja
mittlerweile ja selbst hier im Dreiebenland dick im Geschäft ist, wenn man so sagen möchte. Und hier können wir auch noch ein bisschen optisch natürlich verbessern. Ja, das sind so die Dinge, die mir dann halt immer einfallen. So. Und zwar, wir werden das jetzt so machen. Wir werden das jetzt so machen, dass dieses ganze Teil mehr oder minder auf zwei, auf diesen Aufhängungen hier oben hin und her fahren kann. Ja. Und dazu brauche ich einen ungefähren Mittelpunkt. Ich glaube, das ist sogar zwei in dem Fall. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das müsste man jetzt genau ausmessen. Warte mal, machen wir das kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoho, sogar genau erwischt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und zwar, wir brauchen jetzt dann hier Radkästen, ne? Wo dann drinnen hier wieder in einer Führung natürlich. Da habe ich sogar noch ein bisschen was von diesen Führungsteilen. Zack. Geht das? Nein. Wie mache ich denn das am blödesten? Wahrscheinlich eh außen eine Helferschicht, eine Hilfsschicht errichten und dann halt hier aufbauen. Ist, glaube ich, das Klügste, was ich machen kann. Ja, also hier brauche ich halt wieder so eine Schutzschicht für den Radkasten, damit halt hier dann das Teil hin und her fahren kann. Und... nee, wie war denn das? Ah ja, richtig, das waren ja die Dinge aufeinander. Genau, und ja, ich möchte dann halt, dass das Teil dann hier hin und her fahren kann und wie das Ganze dann funktionieren soll und so weiter, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wir haben eh schon wieder überzogen, ein paar Minütchen. Ja, und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich gehe jetzt dann da runter und sammle noch die paar Holzsachen ein, die mir da schon wieder runtergefallen sind. Und mit einem guten Hammel noch im Abgang hier verabschiede ich mich schon mal. Und vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ja. Aus Wolfsbach. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles, alles Liebe, alles Gute und natürlich, es war mir natürlich wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss!